Ich will aus diesem Bild das Parkverbot entfernen, denn es stört. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich drücke die Alt-Taste, drehe am Mausrad und drücke die Leertaste und gehe mal hier nahe an das Geschehen heran. Man wäre nun versucht, hier Himmelfarbe zu nehmen und über das Parkschild zu malen. Aber es gibt ein viel besseres Werkzeug, und zwar den Kopierstempel hier. Der Kopierstempel holt Bildmaterial aus dem Bild und stempelt damit über eine andere Stelle. Ich will hier oben also Himmel auf das Parkverbot malen und hier unten will ich Dach aufs Parkverbot malen. Am besten geht es so, ich stelle das Werkzeug gerade hier zwischen Himmel und Dach. Ich vergrößere das Werkzeug noch mit Alt rechter Maustaste und wenn ich nun die Maus nach rechts bewege, dann wird das Werkzeug größer und ich hätte gerne noch eine weiche Kante. Ich bewege die Maus nun noch nach oben, jetzt wird die Kante immer weicher. Etwa so. Ich lasse Maustaste und Alt-Taste wieder los. Ich drücke nun die linke Alt-Taste, stelle das Fadenkreuz gerade zwischen Himmel und Dach, mache einen Mausklick und ich übertrage nun dieses Bildmaterial hier nach links. Ich schaue, dass das Dach und der Himmel gerade passt, etwa so, und nun fahre ich nach oben. Jetzt wird aus dem Fadenkreuz Bildmaterial nach links übertragen und ich lasse die Maustaste nicht los und ich fahre gerade auch hier unten der Schulter entlang und übertrage nun so Bildmaterial aus dem Dach. Achtung, wenn ich das weiterführe, dann erinnert sich Photopi an die Stange, die vorhin hier war. Ich lasse nun die Maustaste los und hole wiederum hier neues Bildmaterial. Ich stelle also wieder das Fadenkreuz hier zwischen Dach und Himmel hin, klick und übertrage das wiederum nach links und nach unten. Lasse die Maustaste wieder los, hole neues Bildmaterial und wieder nach oben, der Schulter entlang. Und zum letzten Mal, ich stelle hier nochmals den Cursor hin und über... Ja, jetzt ist das Werkzeug zu groß. Jetzt muss ich das ein bisschen kleiner machen. Also Alt, rechte Maustaste, Werkzeug verkleinern. Ich hole nun hier Bildmaterial, stelle das nach links, fahre nach oben und hier der Schulter entlang. Und das ist einigermaßen anständig. Klar, hier hat es eine Delle und hier auch wieder. Solche Dellen könnte man auch noch ausgleichen. Aber hier fehlt ja nun auch ein bisschen Tanne. Ich hole aber hier links, da hat es ja so Gebüsch. Ich stelle den Cursor hier ins Gebüsch, Alt-Klick und fahre nun hier nach rechts. Und ich habe das Auge einerseits links beim Fadenkreuz beim Gebüsch und hier rechts stelle ich da wieder ein bisschen Gebüsch hin. Und ja, nicht perfekt, aber so auf die Schnelle irgendwie brauchbar. Wann brauche ich das? Zum Beispiel hier. Ich will diesen Alteisengerümpel hier loswerden. Also Alt und Mausrad, Leertaste und das Zurechtrücken. Ich hole den Kopierstempel. Ich vergrößere das Werkzeug mit Alt und rechter Maustaste. Vielleicht etwa so. Stelle das Werkzeug hier ins Gras, Alt-Klick und hole nun Gras und übermale hier den Gerümpel mit Gras. Ja, stimmt. Jetzt ist da oben noch ein Mauerstück ins Bild gekommen, das will ich nachher noch verbessern. Und auch hier rechts, sobald das Fadenkreuz an den Bildrand kommt, da gibt es ja keine Bildinformation mehr, dann muss ich eben nochmals Alt-Klick und jetzt holt es Bildmaterial von links oder hier oben Alt-Klick und wieder Gras über die Mauer malen und so geht das ziemlich zackig. Oder ich will einen Pickel oder ein Fieberbläschen entfernen, hier auch Alt-Mausrad, ich will das hier entfernen. Ich stelle das Werkzeug hier in die Nähe, Alt-rechte Maustaste, ich vergrößere das Werkzeug, schaue, dass es eine weiche Kante hat und ich hole nun Bildmaterial aus der Nähe, zum Beispiel hier, Alt-Klick
mache einen weiteren Klick oder bewege das noch ein bisschen und das ist entfernt. Oder der Schnappschuss wäre irgendwie noch gelungen, aber im Hintergrund diese Schlinge sieht aus wie eine Henkerschlinge. Das geht nicht. Ich stelle das Werkzeug in die Nähe, Alt-Klick und übermale nun diese Schlinge und das Seil mit Bildmaterial von links, etwa so. Und zwischendurch hole ich immer wieder mit Alt-Klick neues Bildmaterial, stelle das wieder hier über diese Schlinge, Alt-Klick. Es soll ja immer etwa Ähnliches darüber gemalt werden, Alt-Klick. Und hier noch die Schlinge, vielleicht so. Und da oben geht das weiter, hier beim Schattenübergang, Alt-Klick, hier hinein. Und jetzt nach oben fahren, aha, jetzt stimmt es wiederum nicht, denn hier im Hintergrund ist es nicht so blau. Mit Alt-Mausrad gehe ich da mal näher ran, ich hole hier Bildmaterial, Alt-Klick und male von dieser Seite her darüber, vielleicht so, so und nach oben fahren und mit ein bisschen Fleiß ist diese Schlinge weg. Im Moment merkt man es noch, aber wenn man sich mehr Zeit nimmt, wird das perfekt. Das war's.